Morgen wieder aus Belgien, Leute. Wir sind gerade abfahrtbereit. Und das zu dritt. Kati muss nämlich mit dem eigenen Auto fahren, die haut ja später noch ab. Aber nicht nur Paul ist da. Guten Morgen. Morgen. Sondern schaut mal, was ich da auch schon bequem gemacht habe. Ja. Guten Tag. Schön, ehrlich. Das ist das erste Mal, dass ich hier bei dem Wagen bei dir mitfahre. Freu mich schon drauf. Ja. Jetzt werde ich angerufen. Ich hab's fast vergessen. Das müssen wir noch Kati bringen. Ja, genau. Ich bin eine Sekunde da. Kati braucht nämlich auch einen Parkausweis. Bitteschön. Sie fährt ja nachher noch nach Hockenheim weiter und lässt mich hier im Stich. Aber dafür ist Peter da, Leute. Peter von Pete's Meat. So. Du bist noch nie hier mitgefahren? Nee. Bist du überhaupt schon mal mit mir Auto gefahren? Oder klar. Nee. Aber nicht zweimal. Aber nicht deine, glaube ich. Aber nie mein Auto, ja. Es ist ja auch noch richtig gutes Wetter und wir fahren hier schön durch die Ardennen. Müssen es eigentlich hier auch schon die Ardennen sein, oder? Ich habe keine Ahnung. Also wir sind nicht weit von der Strecke entfernt und die Strecke ist ja die Ardennen-Achterbahn. So ein bisschen wie die Eifel ist das hier. Wunderschön. Boah, hier ist 15. Ja, moin. Entschuldigung. Also gerade scheint die Sonne. Das Problem ist nur, für unser Qualifying in ein paar Stunden ist jetzt schon Regen vorhergesagt. Also Rouge im Regen. Ich bin noch nie Spa im Regen gefahren, logischerweise. Und das wird dann richtig rutschig. Und da habe ich dann null Erfahrung. Und obwohl gestern das Training halt richtig gut lief, mache ich mir da ein bisschen Sorgen. Da sind wir. Ich habe gerade Paul gefragt, wie geht denn der Kofferraum auf? Und in der Sekunde ging er auf. Ja, ich habe ihn innen gehört. Und dann ja, so. Ich dachte, das hat irgendwie so Voice Activation oder so. Ja, klar. Kofferraum. Gerade eben auch wieder Zuschauer getroffen aus Belgien. Ihr habt das Gefühl, die Belgier freuen sich einfach noch so richtig, wenn sie jemanden mal sehen. Weil es kommen nicht so viele Menschen in diese Region von Belgien. Ne? Klar, Spa, Motorsport ist hier viel, aber ansonsten. Wir hatten gestern auch Kellner. Jo. Die sich, wir sind im deutschsprachigen Teil von Belgien, das Hotel. In einem echt ganz guten Restaurant eigentlich, ja, auch. Und du hast direkt gemerkt, so, er kam direkt an, das ist mir eine Ehre heute Abend. Und wir sind direkt, okay, war aber süß. Ja, der war, waren sehr nett auf jeden Fall. Hat der Peter auch noch am Ende noch ein schönes Foto gemacht. Ja. Obwohl er deinen Dessertwein verschüttet hat. Ja, das stimmt. Oh, wow, wow. Oh. Ja, hier ist nicht so krasser Stein. Den echten Echo-Tunnel, den haben wir am ersten Tag gesehen, das sah so aus. Das sieht nach einem Tunnel aus, oder? Tunnel. Oha, hast du das gehört nochmal? Hallo! Was? Voll geil, Alter. Aber er zurück zum Dessertwein, ne? Der wurde verschüttet. Ja, aber das passiert den Besten. Das ist ja auch dann nur so ein kleines, das ist wie für Likörweine. Hast du dann nur so kleine Gläser, schwierig einzuschütten. Ich erzähle das eh nur, ich hatte keinen, weil ich hatte schönes Bier. Ja. Aber der Peter hatte, ja, ich bin ja Rennfahrer, ja, das ist, ne, geht das nur. Aber der Peter hatte 7 verschiedene Weine. Das waren keine 7. Es waren 7. Ich habe nicht mitgezählt, aber es kommt. Nein, es waren insgesamt nur 3 unterschiedliche, aber es wurde mehrfach nachgeschickt. Ah, ja, trotzdem. Ein Weißwein, ein Rotwein und ein Dessertwein. Ein Dessert. Sehr gut. Hat sich der Peter hier gegönnt. War erstmal, war ganz in Ordnung zumindest, ne? Ja, aber okay. Wir hatten eine Tomatentee hatten wir tatsächlich. Es hieß Tomatenkonsommé. Sollte so ganz fancy sein, es war aber mehr Tee als Suppe. Es war wie Suppe, wenn man da ganz viel Wasser reintut. Es war trotzdem in Ordnung. Heute Abend machen wir nicht so High-Class Dining. Heute Abend, uiuiuiui, hallöchen. Heute Abend werden wir grillen mit dem ganzen Team zusammen. Auf diesem schönen Grill hier vorne. Guten Morgen. Grillen wir heute? Ja, wir grillen yes. Heute. Greifen auch alle hier bereit gemacht. Gut. Morgen. Morgen. So. Morgen. 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 Good morning, my fellow British. Ah, guten Morgen. Guten Morgen. Wie geht's? Sehr gut. Und auch das Auto ist hier vorne schon. Morning. Hi. Morning. How are you? Good. Good. Ja. Hiermit geht's gleich wieder raus auf die Strecke. Ja, einiges, was wir fertig machen auf die 3 Europameisterschaft. Und deswegen haben wir auch ein bisschen einen anderen Zeitplan dieses Wochenende. Heute nur Qualifying. Morgen 2 Rennen. Bernie, ne? Morgen. Ist auch da. Ihr habt gehört, wir haben einiges am Auto geändert. Ich hoffe, wir haben es so geändert, dass wir heute schneller fahren wie gestern. Es ist gerade nur für die Kamera, ja? Bernie hat gerade die ganze Zeit haben wir lustige Sachen erzählt. Und jetzt mache ich die Kamera an und Bernie so, ich bin schlecht gelaunt. Nee. Das ist ja gelogen, ist das? Nein. Du weißt, dass wir gestern einfach scheiße waren. Ja, aber Setup war ja auch, ne? Falsche Richtung. Jetzt alles wieder gut, haben die gesagt. Es ist dann alles wieder gut, wenn wir
Qualifying hatten und schnell genug waren. Ja. Lieber. Der Paul Rees, der fährt auf dem anderen Auto im Team, hat sich übrigens beim letzten Mal gewünscht, auch noch ein Spiegelrucksack zu bekommen. Und wir haben geguckt im Lager und wir haben tatsächlich noch zwei Stück. Das heißt, jetzt nur noch ein einzigen, den vorletzten Spiegelrucksack. Den gibt es nicht mehr zu kaufen. Den haben wir einen noch als Backup jetzt da. Aber der hat sich so seinen gewünscht, ja. Der bekommt jetzt einen. Also, der hilft mir immer richtig viel, wenn wir immer die Daten anschauen, genauso wie Nico auch. Und ist extrem hilfreich, oder wie in Brands Hatch, Christian Danner, so von erfahrenen Rennfahrern so Tipps zu bekommen. Und hier können wir uns mal ein bisschen revanchieren. Bekommt der kleinen Rucksack. Da. Yes! There's your backpack. Oh, mate. Thank you very much. You're welcome. Thank you. Mate, thank you so much. I really like it. Okay, es wird langsam. Gerade fahren noch hier die British GT Autos. Aber in wenigen Minuten geht auch für mich los. Ich habe meinen Windbreaker an, weil eigentlich sollte es regnen. Aber ein bisschen so wie am Nürburgring, wie in der Eifel, auch hier in Spa kann sich das Wetter extrem schnell ändern. Und anscheinend haben die Regenwolken uns verschont. Es gibt keinen Regen jetzt ins Qualifying, zumindest für mein erstes. Das heißt, wir fahren ganz normal mit Trockenreifen jetzt hier raus und versuchen, eine gute Zeit zu holen. Sweaty palms ain't making it much better. Something about you feels so special. Vorzeitig abgebrochen, bin zwei eigentlich ganz gute Runden gefahren, dachte ich. Und dann habe ich Funkkontakt verloren. Ich wusste jetzt nicht, wo ich bin. 20. Ja. Und deiner Klasse zeigt. Alter. Zweiter Klasse. Hat sich auch sehr gut angefühlt, die Runden. Also die anderen fahren jetzt halt gerade noch, da kann ich auch welche nach vorne schieben, aber ich habe bei der dritten und vierten Runde gemerkt, ich war nochmal in der Ruhe schnell, habe nochmal so ein, zwei Zehntel gewonnen, aber danach dann schon in der Schikane danach gemerkt, mein Reifen war schlechter. Ja, so eine Anzeige im Cockpit zeigt dir genau an, wie viele Zehntelsekunden man gerade besser oder schlechter ist als die schnellste bisher. Und dementsprechend habe ich hier eine langsame Abkühlrunde, noch einmal versucht, war dasselbe. Aber das hast du mal richtig mega gemacht. Das spielt schon in Quatsch, richtig mega gemacht. Ja. Das war geil. Carol, all right? Ja, ich wusste nicht. Ja. Ist richtig gut, das Auto, Alter. Richtig gut. Richtig gut. Aber die ersten zwei gezeigt im Runde. Also Einführungsrunde, dann noch eine, zwei. Und das sind die zählen. Danach wird so viel. Ja, erstmal Gratulation, aber der Reifen ist geplatzt. Scheiße. Ich blende es gerade mal an. Ich bin die kalte Dusche gefahren, dachte schon, scheiße, wer ist hier abgeflogen? Dann war es ein Reifenplatzer vom Auto von Nico, der Paul, Reifen geplatzt. Wahrscheinlich so ähnlich wie bei mir gestern. Müsste der Reifenhersteller mal ein bisschen schauen, was da los ist. Ja, vielleicht bringe ich das Auto jetzt zurück. 10 Minuten Pause und dann müsste eigentlich Nico rein. Das ist trotzdem vierter Platz, obwohl sie nur kurz gefahren sind, ja? Aber schnell. P2 im Glas, Alter. Not bad. Sehr cool. Viel Spaß, Alter. Viel Spaß. In Belgien ist es auch cool, dass richtig viele Zuschauer hier sind. Jetzt von den Tribünen drüben haben mir Leute zugewunken. Das ist schon, macht Spaß, nochmal extra Push hier. Ja, das Peter da ist natürlich sowieso der extra Push. Wer ist mein bestes Qualifying der ganzen Saison bis jetzt? Ja, guck mal. Bestes Qualifying, ja. Ich bin ein Glücks... Nein, Quatsch, das ist natürlich deine Fähigkeit. Ja, bist Glücksbringer. Ja. Bist offizieller Glücksbringer. Nice, Leute, nice. Also auf der einen Seite ist es mega gut gelaufen bei mir mit dem zweiten Platz in der Klasse. Bernie hatte leider ein bisschen Pech mit dem Verkehr, hat keine gute Runde mehr hinbekommen. Nur Platz 39 insgesamt. Neun, glaube ich, Platz. Aber gut, muss ich nach vorne kämpfen. Im Rennen ist er immer stark, unser Bernie. Und ja, das Auto von Nico und Paul kam leider nicht mehr zurück rechtzeitig. Haben ihn nicht mehr in die Boxengasse gebracht. Und dementsprechend starten die zwar im ersten Rennen von der 4, im zweiten Rennen haben sie aber keine Zeit, also von komplett hinten. Schade, schade, sollten sie aber repariert bekommen. Hier allerdings, seht ihr, ist einiges komplett kaputt. Dieser Audi ist abgeflogen.
Completely damaged. Ja. Ich habe mich gerade noch ein bisschen mit der Gosia unterhalten. Sie ist eine der Fahrerinnen von diesem Auto und ihr Teamkollege ist der damit verunglückt ist. Ihm geht's Gott sei Dank gut, aber ihr habt es jetzt nicht ganz gesehen, weil die haben gerade alles abgedeckt. Das Auto ist komplett zerstört. Der ist bei weit über 200 km/h in den Bochimor abgeflogen, Heck verloren, rückwärts eingeschlagen und ja, alles kaputt. So Motorgetriebe wurde getroffen hinten. Ja, sah richtig böse aus auf den Fotos. Ich darf es leider nicht zeigen. Das ist halt confidential. Aber die Fotos auf dem Handy sahen schon richtig böse aus. Und so werden die höchstwahrscheinlich morgen nicht starten können, weil es einfach zu kaputt ist. Da habe ich echt Glück, dass mir sowas bisher in der Art zumindest nicht passiert ist. Aber das muss echt ein krasser Crash gewesen sein. Na gut, da wirkt der 9. Platz von Benny doch gleich noch viel besser. Aber es scheint insgesamt aber nicht sein Wochenende zu sein. Sorry. Ich hab's echt verschissen heute. Du musst dich nicht entschuldigen. Na, Quatsch. Jetzt gibt's endlich Essen. Jetzt wird hier gerillt. Grillen war eigentlich echt cool, bis wir gerade in der Nacht bekommen haben. Und jetzt regnet es auch noch, aber wir kommen echt ein bisschen vom Regen in die Traufe. Denn wir haben die Nachricht bekommen, dass meine schnellste Zeit gestrichen wurde. Beziehungsweise wir haben keine Nachricht bekommen. Nur in den provisorischen Ergebnissen steht einfach nur meine zweitschnellste Zeit drin. Und ich bin in zwei Zeiten gefahren. Das heißt, die erste war noch nicht am Limit. Das war meine erste gezeigte Runde überhaupt. Und mit der bin ich über eine Sekunde langsamer und damit jetzt einfach mal 8 Plätze nach hinten versetzt worden. Ich habe keine Ahnung warum. Ich gehe jetzt zum Teamchef und dann gemeinsam zur Rennleitung, um mal zu erfahren, woran das liegen könnte. Wahrscheinlich irgendwie Track Limits, das heißt, du darfst nicht über die weiße Linie rüber. Und der Rennleiter ist extrem strikt, was sonst nie so ist. Du darfst mit 3 Reifen über die weiße Linie rüber, nur einer muss immer auf der Strecke bleiben. Und ich kann mich nicht daran erinnern, wo ich das irgendwie überschritten haben sollte. Ja, falls es so ist, natürlich ist klar, dann würde die Zeit gestrichen. Ist blöd, nur blöd, dass sie mir nicht vorher gesagt hätten, weil dann hätte ich halt noch eine schnelle Runde fahren können, die zumindest da rankommt, ansatzweise. So habe ich jetzt gar keine gute Zeit. Ich gehe mal hoch ins Büro. Kann ich natürlich nicht filmen, aber wir sehen uns danach. Das war jetzt nicht so ergiebig. Es war anscheinend so, dass die 140 Verstöße von Track Limits hatten. 140, also klar, wir haben 50 Autos, aber das heißt fast 3 Verstöße pro Auto auch von Track Limits. Ob es überhaupt längs geht, weiß ich gerade auch nicht. Ich schon erwähnt, Pokale. Aber ich muss irgendwie wieder raus. Ja. Hier geht's wieder raus. So, hier könnt ihr sehen, hier sind wir. Jetzt fängt es auch richtig an zu regnen. Da hinten ist die Rouge. Hier unten ist unsere Garage. Hier oben sind eben die ganzen Offices. Keine Ahnung, wie es sein kann, dass auf einmal wir so viele Verstöße alle haben. Aber deswegen konnten die es halt nicht schnell genug durchgeben während des Qualifyings. Und so halt erst nach dem Qualifying haben wir jetzt bei ganz vielen Leuten irgendwas gestrichen. Das ist halt wie beim Schiedsrichter beim Fußball, müsst ihr euch das vorstellen. So, manche sind ein bisschen strikter, manche sind weniger strikt. Und ich sage mal, halt einen, der ultra strikt ist auf einmal, während die davor weniger strikt waren. Das ist halt, also ich hätte halt einfach noch eine Runde drehen können, die ähnlich schnell wäre. Und dann wäre es, ach, aber hätte wenn und aber. Es ärgert mich einfach, weil es halt so eine gute Position war. Und ich war wirklich stolz darauf, das geschafft zu haben, innerhalb von 2 Runden auf den Punkt eine gute Runde zu machen. Und dann, es ist nicht so, dass ich irgendwo abgekürzt hätte und deswegen schneller war, sondern kommst du so einen Millimeter zu weit raus, bringt dir auch zeitlich gar nichts, aber Zeit wird einfach gelöscht. You also have track limit problems? Yeah. And it's, you saw the video or was it? No, we tried to. Yeah. You saw your video? No. Nobody told us, I could have done another faster. Yeah. Same thing, so there was no warning. Das waren auch die vom türkischen Team. Der hat wahrscheinlich dasselbe Problem wie ich. Dann wurde auch eine Lab einfach gestrichen. Und die versuchen jetzt auch gerade das Video zu bekommen und zu gucken, wo denn immerhin. Mit Teams, die hoch wollen. Also anscheinend haben wir ja einiges Problem. Ja. Ich laufe jetzt in den Park Fermé, wo die Autos stehen. Habe jetzt den Antrag, das Video rauszuholen. Und dann checken wir das Video. Und vielleicht habe ich halt auch einfach verkackt. Wir werden es jetzt gleich im Video sehen. So, hier ist der Park Fermé, der übrigens ab jetzt auch wieder offen ist. Das hier ist das Auto von meinem Teamkollegen, wo der Reifen geplatzt ist. Ja, ihr seht's, da ist einiges. Wir haben gerade schon neuen Reifen angebaut, deswegen ist der jetzt wieder in Ordnung, damit sie das Auto jetzt rollen können. Ja, extrem ärgerlich für die. Hier vorne ist mein Auto. Hier können wir jetzt mal die Karte rausholen. Ach, hier wird noch gegrillt. Ja, das ist der kaputte Reifen hier. Ja. Der hat sich komplett auseinandergerissen. Also ihr könnt euch vorstellen, dass so nicht mehr gefahren werden konnte. Zweimal vorne rechts ist der Reifen kaputt gegangen. Einmal bei mir gestern, jetzt hier bei denen. Müssen wir dringend checken, warum. Hoffentlich passiert das nicht im Rennen. Und hier haben wir jetzt die Daten. Hast du schon mein Video? Ja, ich habe gerade eingesteckt. Gucken wir jetzt mal. Jetzt bin ich mal gespannt, wo ich Track Limits hatte. Hier gibt es keine Track Limits. Fein. Fein. Und hier oben, hier ist kritisch. Das ist ja wohl fein. Ja. Und hier? Alles auch fein. Ja. Da war schon mal nichts. Da haben die meisten Strafen bekommen, aber da war nichts. Und also wenn dann da, aber die kommen jetzt hier, das sind der andere Reifen. Ja, also da eigentlich kann es auch nicht sein.
Schauen wir nochmal ganz genau hin. Also nee, niemals, das ist ja easy. Also das ist die rechte Seite vom Auto hier, da ist die weiße Linie, das ist locker, sind jetzt der Reifen da auf der... Also da war auch nichts. Ich würde gerne, dass der Kart ist, wir konnten von hier auch gucken, weil dann ja, von der, dann sehen wir besser, ja. Also hier, ihr seht, es ist ganz knapp, aber hier drunter sind ja auch meine Reifen, also eigentlich bin ich da auch noch drin. Alles fein. What? Okay, wir kommen jetzt noch einmal die Stelle von gerade eben mit der GoPro an. Also wenn, dann bin ich hier Millimeter über die weiße Linie und hier ist das Grüne. Macht einen langsamer, also da verliert man halt Zeit, wenn man darüber geht. Die haben 140 Track Limits gehabt in der Session jetzt. 140 Stück gehabt. Und dann wundern die sich, wenn die jeden Mini-Verstoß, also... Weiß nicht. Ja. Wir haben andere Teams getroffen, die auch dasselbe, die auch sich beschwert haben. Also, klüger sind wir jetzt auch nicht, außer dass es da zumindest auf jeden Fall eng war mit dem Track Limit. Aber an der Stelle, wo du nichts gewinnst, wenn du da so ein bisschen rausgehst. Und guckt euch mal jede moderne Formel 1 Pole Position an. Gerade die Saison, die gehen alle so weit im Retrack, das juckt niemanden. Oh, das ist einfach eine scheiß Art, wenn du nach dem Rennen, also nach dem Qualifying zumindest, 3 Stunden später auf einmal das Ergebnis ein ganz anderes ist, weil fast jedes Auto nochmal eine Strafe bekommen hat. Das ist, oh. Ja, das ist ja wieder Schiri-Vergleich im Fußball, ne? Kann man nichts machen. Jetzt mal meinem Teamchef gucken, ob wir das irgendwie gerade biegen können, aber das ist es jetzt erstmal leider für heute. Ja, anscheinend müssen wir uns damit zufrieden geben, jetzt 8 Plätze nach hinten gestuft zu von uns. Das ist absurd. Also, naja. Eieieiei, ich müsste eigentlich gar kein schlechtes Feeling davon haben, weil eigentlich war es heute geil, war voll zufrieden mit allem und davon soll ich mir jetzt nicht unterkriegen lassen. So ist das, ist halt ein extrem harter Schiri sozusagen jetzt hier bei uns dieses Wochenende. Da ich in der Ziele-Team sauer, aber gut, so ist das. Immerhin war ich nicht der Einzige, der Strafen bekommen. Ist halt einfach unnötig, weil ich hätte nochmal so eine Zeit. Egal, wir reden nicht drüber, Leute. Gibt doch mal Rückschläge im Motorsport, so einer ist jetzt. Vielen Dank euch trotzdem heute fürs Zuschauen, wenn es gefallen hat, dann drückt einen Daumen rum. Wenn es bei euch auch regnet, checkt auf jeden Fall mal Spieken Racing Windbreaker aus. Ja. Link zum Store ist direkt ganz oben in der Beschreibung, einfach auf spieken.de gehen. Ansonsten sehen wir uns morgen wieder zum Rennen hier in Spa in Belgien. Bis dahin, vielen Dank fürs Zuschauen, mach's gut. Ciao. Wer ist noch dran geblieben, Leute? Es gibt Neuigkeiten. Wir waren ein zweites Mal oben bei der Rennleitung, haben das Video diesmal vorzeigen können und die haben gesagt, ja stimmt, da sind keine Track Limits. Also die Kurve, wo wir dachten, da ist egal so, die war eh nicht relevant, aber oben bei der Rouge, darum ging's. Und da war kein Track Limit bei mir. Und auch sonst nichts. Haben sie zugegeben. Problem ist nur, die offizielle Beschwerdefrist ist abgelaufen. Und deswegen können wir keine Beschwerde mehr einreichen. Aber die haben uns auch nie gesagt, dass die Runde gestrichen wird, bevor die Frist abgelaufen ist. Also das haben die vermasselt. Wir konnten nie Beschwerde einlegen. Jetzt gibt's ein Problem. Wie lösen wir das Ganze? Wir können nicht mehr so normal die Zeit wieder zuholen. Ja, die werden jetzt irgendwas überlegen. Wir haben vom Team jetzt alles versucht und die müssen jetzt irgendwie entscheiden, was die machen. Ich bin gespannt, was Bernie jetzt gesagt hat, habe ich noch gar nicht gesprochen. Bernie, was sagst du? Ich bin total angefuckt, weil wenn dieses angefuckt Scheiß von der Oh Gott. Piep. Wenn das nicht besser wird, ich werde ihm morgen sagen, wenn er sich will, kann er das selbst machen. Doch, haben wir auch nochmal gepiept. Mit uns macht er das nicht. Wir machen lieber Schluss. Wir respektieren, es ist halt, jeder Mensch kann Fehler machen, aber die Schiedsrichter und der Schiedsrichter und die können am Ende alles, die entscheiden und die haben im Endeffekt recht, wir müssen uns daran halten. Aber allein fährt dieses Wochenende nicht. Allein fährt dieses Wochenende nicht. Allein fährt man nicht, aber bald. Vielleicht geht einer also allein. Wir sehen uns morgen wieder, also mal gucken, ob wir noch zurückbekommen. Arschgesicht. Darf man Arschgesicht sagen, David? In der Hammer. Das ist das geringste Problem von den Dingen, die du gerade gesagt hast. Arschgesicht.